Hallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Wir sind im vorletzten Gebiet der 100% Map Completion und unter uns befindet sich ein Ogerlager mit dem nächsten Herzchen. Aber dieses Ogerlager will helfen, anstatt dass wir es vernichten wie sonst immer. Wir müssen müde Oger motivieren, Gebrandmarkte zerstören und Nester und Eier. Ja, von dem Brandmarkt zerstören? Wir gucken einfach mal. Ich denke mal, es geht um da, um die Feinde. Also schweben wir mal hier über die Brücke. Tag. Obsidianstrecke entdeckt. Hier haben wir schon ein paar Brandmarkte, die nehmen wir doch dann mal mit. Ja, die zählen auch. Sehr gut. Hierfür. Okay, einfach nur Flächen im Boden. Da oben sind Fallen. Ich glaube, hier sieht das sehr gut aus. Mit dem Herzchen. Schnappen wir uns doch hier mal die Gebrandmarkten. Da haben wir noch einen Greif. Die blenden so gut in die Umgebung ein, ne? Die sieht man kaum. Oben ist noch einer. Mal her. Sehr gut. Da haben wir eine Falle. Was ist das hier für eine Wand? Okay, ich weiß nicht, was wir mit der Scherbe machen, aber ich mach mal die Falle hier. Das hier sieht ja interessant aus. Die Verseuchung entdeckt. Interessant, aber mal wieder keinen Plan. Also diese Char-Gebiete, wie gesagt, da habe ich. Oh, ich finde sie halt nicht schön. Und ich habe sie damals mit meinem Main-Charakter halt einmal erkundet, um sie erkundet zu haben. Und danach habe ich mich nie wieder großartig hier mit den Gebieten beschäftigt. 90% war ich halt immer in den Gebieten der Azura hier, wo wir angefangen haben damals. Und die Menschengebiete habe ich immer sehr viel erkundet. Und auch die Nornengebiete habe ich immer sehr viel erkundet. Aber die Char-Gebiete, die habe ich immer so ein bisschen, ja, ein bisschen außen vor gelassen. Von daher kenne ich hier nicht jedes Geheimnis, jede Nische, jedes Rätsel. Na komm, geh doch kaputt. Können wir hier noch Eierchen sammeln? Oh, das dauert aber lange, ne? Das Ei auch noch. Das Gebrandmarkt überhaupt Eier legen. Aber gut. Schlüpfen dann auch direkte Brandmarkten-Babys? Das wäre interessant zu wissen. Aber noch ein Verschlinger. Komm mal her, kleiner Mann. Haben wir es gleich? Sollte der letzte Verschlinger sein? Ja, sehr gut. Ich habe euren Mut durch die Augen des Windes gesehen und ich bin stolz, euch zu den Freunden unseres Stammes zählen zu dürfen. Kommt und teilt unser Land mit uns, wenn ihr einen Platz zum Ausruhen braucht. Ihr werdet stets willkommen sein, Nackna. Sehr gerne. Da unten haben wir einen Speer, der uns doch zeigen kann, was wir hier noch für Herzen haben, da unten. Hallo. Guten Tag. Die Flammenlegion hat die Victiomore überrannt und patrouilliert dort nun Tag und Nacht. Ihre wahren Pläne sind unbekannt und es wäre eine Armee nötig, um sie von dort zu vertreiben. Aber ich habe gehört, da draußen ist ein Trupp, der beschlossen hat, sie zu besiegen. Wenn das stimmt und ihr sie finden könnt, schließt euch ihnen an. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, wir sind hier oben schon am Ende der Karte angekommen. Ja, hier oben ist schon Map-Ende. Sehr schön. Da hinten haben wir noch einen Punkt verpasst. Müssen wir nochmal zurück. Dann haben wir da noch einen im Berg und dann können wir da weiter erkunden. Ich hüpfe mal zurück zu der Wegmarke. Es geht dann schneller.
Irgendwo da hinten. Wahrscheinlich der Wasserfall. Ja. Herzsundfälle. Alles klar. Haben wir den doch auch. Dann gucken wir, wie wir jetzt zu dem einen Punkt hier im Berg kommen. Müssen wir da hier durch den Berg? Muss man irgendwie hinten rum? Ich versuche mich mal hier lang zu schlängeln. Nee, lasst mich doch mal in Ruhe. Aber das sieht ganz gut aus. Oder auch nicht. Wir müssen... Ja, wir müssen weiter nach rechts kommen. Hör doch mal auf, mich anzugreifen. Oh, doch, das sieht gut aus. Was haben wir denn da unten? Das ist ja... Ja, ich wollte gerade sagen, unser Reittier ist gleich Geschichte. Kann man hier auf dem Blatt stehen? Nein. Verdammt. Aber wir haben den Punkt entdeckt. Grundalios Versteck. Irgendwie cool, ne? Da ist noch eine Höhle. Ich bin gerade voll fasziniert von diesem Baum oder was das sein soll. Interessant. Gut, aber wir laufen hier mal schnell wieder raus. Und gucken, was jetzt noch weiter im Westen liegt. Dass die einen alle angreifen, ne? Und dann auch noch Blutung. Da ist doch klar, dass ratzfatz unser Reittier tot ist. Eieiei, okay. Wegmarke. Immer gut. Tschüss. Da hinten Aussichtspunkt. Kommen wir da von hier rüber gesprungen? Ja, nein, nicht so weit. Oh, dachte ich, springe jetzt zu weit rüber. Es wäre fatal gewesen, weißt du, so hinten einfach über den Berg wieder rüber. Zack, ab nach unten. Na schön mit den Wasserfällen. Das gefällt mir, das ist wieder mal ein schönes Panorama. Sehr schön. Und wahrscheinlich hier hinten der Wasserfall wieder ein Punkt. Oh, der ist aber auch echt, der ist hübsch. Hübsche Sahne. Uah. Stinknebelfälle. Oh, irgendwie ging es da noch irgendwo rein? Nee, ne? Ich habe wieder den Wasserbug. Okay, hab's geschafft. Hab ich geschafft, da durchzuschwimmen. So, weiter geht's. Da ist eine Brücke, da können wir rüber. Ogre, seid ihr lieb? Ihr seid liebe Ogre, sehr schön. Das war auch direkt ein Punkt. Da haben wir ein Herz. Oh, das sieht nach Flammenlegion aus. Da kann man durchbrechen. Eliminiert die Flammenlegion, zerstört Flammenschalen, Geschütztürme und Ausrüstung, entdeckt Informationen. Ja, dann brechen wir doch mal ein. Liebe Flammenlegion. Was macht ihr denn hier drin? Guten Tag. Aua, geht schon direkt los hier. Direkt Geschütztürme hinter der Tür. Aber ja, wo sollte man sie auch sonst hinstellen, ne? Da machen sie ja am meisten Sinn. Dass wenn hier die Feinde, so wie ich, reinlaufen, dass die direkt verbrutzelt werden. Ja, komm du auch noch mit ran, ist okay. Bin ich euch beide gleichzeitig? Ja. Dich haben wir, jetzt noch den Geschützturm. Also, dass dein Turm mehr aushält als du, ne? Dann würde ich mir Gedanken machen. Ein Vorratswagen. Na komm. Ja, komm ran. Finde ich gut. Okay, in die Richtung haben wir noch einen Punkt. Dann laufen wir eher dahin. Also in die andere Richtung. Bist du jetzt über mich drüber gerollt? Guck mal, das kann ich auch.
Nächste Geschütztürmchen. Ja, oh, mach mal. Fackel mich ruhig ab. Es ist okay. So, was haben wir denn hier? Sieht nicht gesund aus. Invictus Castrum. Ah, ja. Lag mir auf der Zunge. Da war aber auch kein Herzchen mehr. Hier ist das Herzchen. Hallo, Flammenlegionär. Da auch einmal kaputt gehen. Auch. Sollten wir es, aua, gleich haben. Machen wir hier noch die Flammenschale kaputt. Nee, finde ich nicht gut. So, das war's mit dem Herz. Dank euch wird sich die Flammenlegion auf sehr schmerzvolle Weise an das Vermächtnis von Kala Flammenklinge erinnern. Ihr habt euch als gute Agentin erwiesen und könnt euch unseres Respekts und unseres Dankes gewiss sein. Normalerweise geht das nicht so schnell, aber ihr habt es euch verdient. Führt euren glorreichen Kampf fort. VF. Okay. Gucken wir mal auf die Karte, wo wir als nächstes hin können. Ich glaube, wir müssen hier einmal um den Felsen rum. Bestimmt ist hier oben noch was drin, ne? Oh, hier ist, glaube ich, Map-Ende. Ich glaube, da müssen wir nochmal rein. Ich gehe lieber nochmal rein und laufe da einmal hoch. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Aua. Ja, ist okay. Ist okay. Dass wir hier später wieder rein müssen, das wäre belastend. Zum Glück haben wir ein Reittier. Hier durchlaufen. Das Hallöchen. Wäre, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft. Ranflecklande entdeckt. Ja, da ist noch ein Aussichtspunkt. Gut, dass wir nochmal hier reingegangen sind. Den hätten wir dann am Ende gesucht. Oh, die Stangen sehen ja auch beruhigend aus. Die Ketten da. Mhm. Sieht aus wie eine riesige Klaue, ne? Gefährlich, gefährlich. Und da ist auch noch ein Punkt, okay. Oh nein, jetzt können wir nicht mehr auf unser Reittier. Verdammt. Aber diesen Punkt müssen wir uns noch holen. Oh, Reittier, Gott sei Dank. Die zerschmetterte Feuerstelle. Ja, so sieht das hier aber auch aus. Jetzt können wir hier flink wieder rausrennen. Ach, komm schon. Wo war die Tür? Irgendwo da unten. Nein, ich bin doch gar nicht da. Oh, die haben die Tür zugemacht. Ihr Schweine. Nein. Lasst mich hier wieder raus. Und zwar lebendig. Komm, geh wieder auf. Tür, geh auf. Tür. Und tschüss. Tschüssi. Danke für die Einladung. Landminen, das sieht doch auch wieder aus nach einem Herzbereich. Oder? Die liegen doch nicht einfach so hier rum. Siehste, wusste ich doch. Unterstützt die verbündeten Legionen bei ihrem Marsch über das Gelände der Flammenlegion. Tötet die Flammenlegion, entschärft die Landminen, errichtet Geschütztürme und Kampfstandarte der Eisenlegion. Okay, kaputt machen. Kaputt machen. Wie immer gut. Sachen, die man einfach nur angrabbeln muss. Kampfstandarte. Verwundeter Mörserschütze. Geht ja gar nicht. So. Das Rad des Fortschritts dreht sich. Hier, du musst auch mal weiter schießen. Sehr gut. Krabbel, krabbel. Krabbel, krabbel. Okay, dann gehen wir mal über die Brücke in die Richtung. Da sind nämlich noch Kampfstandarten. Unten haben wir noch Landminen.
Und eine Wegmarke. Oder haben wir auch noch Landminen da auch? Gut. Haben wir noch ein bisschen was. Das Herz schon fast fertig. Sehr schön. Krabbel, krabbel. Oh, sehr gut. Wegmarke direkt mit erhalten. Fallwurzeln und Bäumchen. Brauchen wir jetzt aber nicht. Gehört ihr hier auch dazu? Waffenteile. Hallo, Vaag. Ah ja, wir bauen hier einen Geschützturm wieder auf. Okay. Nein, ich wollte da nicht rein. Dankeschön. Ey, lässt du bitte hier die aufgebauten Waffen stehen? Das ist ja frech. Wie, das hat noch nicht gereicht. Okay. Du bist noch ein Kaputter, dich können wir aufbauen, dann haben wir es. Okay, Herzchen fertig. Ihr habt euch unter den Trupps hier an der Granitfront einen ziemlichen Namen gemacht. Auch der Flammenlegion solltet ihr mittlerweile ein Begriff sein. Wir haben erfahren, dass sich nördlich ihres Hauptquartiers noch mehr Truppen aufhalten. Man muss schon sehr verrückt sein, sich ganz alleine da hineinzuwagen. Aber wenn ich jemanden kenne, der dazu fähig ist, dann seid ihr es. Auch die Schildwächter im Brand suchen immer jemanden, der mit ihnen die Kristalldrachendiener bekämpft. Zeigt uns mehr von euren Talenten. Helo, Finsterspuk. Okay. Und dann auf zur nächsten Wegmarke. Die Luft verändert sich. Einmal zu allem. Hier ist wieder gebrandmarkten Strecke. Aber auch komisch gelaufen, ne? Da haben wir noch einen Punkt übersehen. Da dann auch. Da machen wir jetzt hier so die Schleife und laufen hier wieder zurück. Laufen wir jetzt hier im Zickzack mal über die Karte. Mal Abwechslung. Muss ja nicht immer das Gleiche sein, ne? Kommen wir hier über diese völlig zerstörte Brücke? Ja. Dann haben wir den Punkt. Hier kommen wir nicht raus. Ah, dieser Wendekreis, ne? Ich komme da hoch. Komm. Nein. Oh, Kind. Mach doch ordentlich. Danke. Wo ist der Punkt? Irgendwo da oben. Da, ich sehe ihn. Gehen wir da von hier hin? Wahrscheinlich nicht. Oder doch? Wir hier über die Kristalle hüpfen. Oh, ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber hat funktioniert. Hat funktioniert. Sehr gut. Das sieht schon cool aus hier mit dieser Schlucht und diesen Krallen, die dann da reinragen. Sehr gut. Weiter geht's. Wir fliegen über das Land. Ganz viele Landminen. Ist hier vielleicht noch ein Herz? Ne, das gehört noch zu dem, ne? Oder haben wir eine Wegmarke? Noch einen Aussichtspunkt? Ach, sehr schön. Wie kommen wir zu dem denn hin? Hier drüben. Okay. Zack. Oh, diese Köpfe finde ich schön. Die sind cool. Das ist coole Kunst. Hier diese riesigen Köpfe mit den leuchtenden Augen. Das hat schon was. Und da hinten wartet schon ein Heldenpunkt auf uns. Ach, das ist doch toll, wenn man auf der Minimap sofort das nächste Ziel entdeckt. Und nicht erst groß rumsuchen muss. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier
gegen den Golem kämpfen müssen. Ich spüre, dass wir nicht allein sind. Guten Tag, Kollege. Wählt eure Worte weise, Abenteurer. Die nächsten Worte, die eurem Mund entweichen, könnten euer Leben verändern. Vor euch steht der Donneration P70X, mein bisher stärkster Golem. Wollt ihr euren Mut gegen uns beide beweisen? Ja. Ach, gegen dich auch. Okay. Sehr selten, dass der Erfinder selber mit seiner Kreation antritt. Hallo, könntet ihr euch mal entspannen, ihr beiden? Machen wir erstmal hier den Kleinen kaputt und dann kümmern wir uns um deinen Golem. Den Donneration. Ach komm, geh kaputt. So viel hältst du nicht aus. Schrotthaufen. Schlecht programmiert. Schlechte Zusammensetzung. Also, das kann ich besser. Aussieht, tut ihr das in dem Wissen, gegen den berüchtigten Sharky Langohr und seinen Golem Donneration gekämpft zu haben? Ja, Wahnsinn. Also, ich kann bessere Golems herstellen. Ich bin Golemantin. Weiter geht's hierhin. Über den See. Können wir nicht hier oben lang? Das fände ich viel praktischer. Oh, hallo Busch. Nicht im Busch hängen bleiben, bitte. Danke. Ach, verdammt. Hat nicht geklappt. Oh, Wegmarke. Hi. Da geht's ins nächste Gebiet. Sehr gut. Wir haben den Rand der Karte. So geht's jetzt wieder runter und dann wieder rüber. Hier ist gerade ein bisschen friedlicher. Einmal durchatmen. Einmal entspannen. Oben ist da bestimmt auch wieder ein Aussichtspunkt. Der Berg sieht doch schon so danach aus. Nein, aber ein Heldenpunkt. Nehmen wir doch auch gerne. Wie kommen wir da jetzt hoch? Und ein Herz ist hier auch in der Nähe. Alles klar. Hier geht es nicht hoch. Hallo Schweinchen. Geht's hier hoch? Das sieht gut aus. Geh doch da hoch. Verdammt. Ach, geschafft, sehr gut. Wahrscheinlich hier lang. Und da oben. Oh, das sieht sehr feurig aus. Koboldkraftessenz. Eine knisternde Stimme ertönt in eurem Kopf. Unübertroffen ist Glutklaus Macht. Wagt ihr es, Glutklaue herauszufordern? Ja, natürlich. Hör mal, ich habe einen Drachen besiegt. Da habe ich doch vor so ein paar Glutklaue-Kobolden hier. Keine Angst. Also, ehrlich mal. Aua, auch wenn ihr ganz schön weh tut. Aber wir bekommen Hilfe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und da haben wir den Punkt fertig. Sehr schön. Karte. Weiter geht's hier in diese Mitte. Dann haben wir schon die Hälfte fertig. Ach ja, hier unten war ja ein Herz. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich. Wir schweben erstmal gemütlich hier über die Wiese. Hey. Hallo Raptor. Hallo Baum. Haben wir hier noch was Schönes oder eher so nicht? Schlangenlauf entdeckt. Da ist noch ein Heldenpunkt. Auch wieder irgendwo oben drauf. Hier auf dem Berg? Wahrscheinlich, ne? Ne, komm schon. Wir müssen auch mal gucken, dass wir die Heldenpunkte wieder verteilen. Ich weiß nicht, ob wir schon
unsere Spezialisierung mal langsam skillen können. Wollt ihr ein wenig euren Ruf aufpolieren? Wenn ihr ein paar Fragen über Almoras Massaker beantworten könnt, habt ihr es euch verdient. Almoras Massaker? Vielleicht könntet ihr mein Gedächtnis ein wenig auffrischen. Ihr habt Glück, ich könnte diese Geschichte immer wieder erzählen. Almora Seelenhüter war Tribun der Blutlegion. Gerade als sie mit ihrem Trupp auf Patrouille war, strich der Altrache Kralkatorik über diese Gegend. Gehört das zur Prüfung? Vielleicht. Ihr Trupp erlag dem Drachenodem und wurde zu Gebrandmarkten. Sie allein überlebte, was natürlich die Entscheidung von ihr verlangte, ob sie die Kreaturen töten sollte, die noch vor kurzem ihre Kameraden gewesen waren. Was ist damit? Gehört das auch zur Prüfung? Vielleicht. Nachdem sie diese Bedrohung aus unserer Hand erlebt hatte, schwor sie bei ihrem gefallenen Trupp, die Altrachen und ihre Handlanger zu vernichten. Aus diesem Grund gründete sie die Wachsam. Ja, das weiß ich alles. Ich bin bereit für die Prüfung. Dann wollen wir mal sehen, wie klug ihr seid. Erste Frage. Wie heißt Almora Seelenhüters Legion? Sie war bei der Blutlegion. Welchen Rang bekleidete Almora Seelenhüter in ihrer Region? Sie war Tribun. Womit waren Almora und ihr Trupp vor dem Vorfall beschäftigt? Sie waren auf Patrouille. Was ist mit ihrem Trupp geschehen? Den hat der Altrache Kralkatorik verschlungen. Der Trupp hat sie im Stich gelassen. Ihr Trupp wurde vom Drachen verdorben und sie war gezwungen, ihre Kameraden zu töten. Letzte Frage. Was geschah mit Almora Seelenhüter nach dem Angriff von Kralkatorik auf ihrem Trupp? Sie starb, sie verließ die Legion und gründete die Wachsam. Nun, mehr Fragen habe ich nicht. Habt ihr noch mehr Fragen? Wie habe ich mich denn geschlagen? Ausgezeichnet. Glückwunsch. Ich will doch hoffen, ihr verbreitet diese Geschichte und folgt dem Beispiel Almora Seelenhüters und schließt euch den Wachsam an. Dankeschön. Ich habe Almora kennengelernt, aber ich bin nicht bei dem Wachsam. Gut. Reden wir dann nicht weiter drüber. Es geht weiter runter zur Wegmarke und dann wieder darüber zu der Wegmarke und ja. Wir haben auch gleich schon wieder die 30-Minuten-Marke erreicht. Ich denke mal, dann holen wir uns jetzt hier noch den Punkt. Hui! Jups, wir stellen uns hier fürs Häuschen und dann ist die Folge heute ein paar Minuten kürzer. Könntest du dich bitte nicht direkt vor mich stellen, Herr Schildwächter? Was ist denn mit dir los? Gut, dann bleib halt mit im Bild. Du stehst direkt vor mir. So. Sag mal. Will der mich mobben? Gehst du mal weg? Geh doch mal. Oh mein Gott. Der mobbt mich. Ich geh jetzt auf den Baum. Mich da hoch? Ich komme da hoch. So. Was hat er jetzt davon? Sag mal, stellt er sich einfach direkt immer vor die Kamera? Frech? Ganz schön frech. Gut. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir haben das Gebiet fast fertig. Und dann geht's ins nächste Gebiet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und Spaß gemacht. Und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü.